2-2, weiter geht's mit meinem. Wo habe ich mein Messerle jetzt versteckt? Vor lauter. Was? Aber da habe ich schon aufgeräumt. Ah, ich habe es aufgeräumt. Ich habe es an meinem Platz. Ganz normal. Dann machen wir weiter. Teil 2, der letzte große Karton. Ganz spontan entschlossen, dass ich jetzt gar nicht bestelle. Alle hocken jetzt gleich Warteschleife und geht gleich richtig los. Alles geht ab hier mit der Cinderella-Lampe. So viele, die Nachfrage. Also ich hoffe, dass meine Kunden alle das kriegen, aber die haben ja alle ihren eigenen Shopping-Link, die bestellen alle selber. Und ich wollte nur den neuen Duft mal, hat mich interessiert, weil die große Lampe habe ich selber schon mal gehabt. Die habe ich inzwischen schon wieder verkauft gehabt, die ganz große, heißgeliebte Kutsche. Und ja, hätte ich ein Mädle, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber ich habe einen Sohnemann. Und ja, wünsche euch jedenfalls ganz viel Glück. Drückt euch die Daumen, dass ihr alles kriegt. Und ihr habt beschlossen, weil ja diese Wellness-Düfte da, also diese Vitamin-Düfte, erst nächste Woche Montag kommen, bestelle ich da meine Düfte und bestelle da mein Disney-Duft. Hoffe, der Prinzessinnen-Duft ist da. Und wenn nicht, kein Problem. Ich habe ja meinen Sensi-Club, dann tue ich ihn einfach da hinzufügen und kriege auf alle Fälle meinen Duft. Trotzdem. Der Kleine schleicht schnell rüber. Was brauchst du denn? Die Eule. Die Eule, okay. Die ist irgendwo. Weiß ich gar nicht, wo die ist. So, da sind jetzt alles, glaube ich, lauter Lampen und so hauptsächlich. Kann man gerne nochmal durchgehen, was da alles war. Und ich denke, morgen mache ich dann die Bestellung fertig, kriege das alles her, weil wer was kriegt, wenn der Kleine im Kindergarten ist. Ich mache jetzt nur schnell das, dann bringe ich den kleinen Kindern ins Bett. Und genau, gucken wir mal. So, jetzt. Dann schauen wir mal. Was von der Last Session Party alles so bestellt worden ist. Wir haben auch Lampen, wo doppelt waren. Also, wo fangen wir an? Also, wir haben wir haben hier zweimal was mit Unterteil. Und dann haben wir, oder dreimal Unterteil, das ist auch nochmal Unterteil. Also, wir haben einen Wandstecker vorher gehabt, drei Unterteile. Und da habe ich euch von einem anderen Video schon die Crowned in Gold, Why Are You Blushing und die Blue Watercolor waren da dabei. Und die Dream It, Live It, Love It Lampe, die ganz schöne, die wurde mit ausgesucht. So, das waren die alle, gell? Ja, dann wurde zweimal der Zweibel Ventilator bestellt. Also ganz viele haben jetzt die Ventilatoren, gerade fürs Bad, Eingangsbereich, Toilette ist das super. Man hat Duft auf Knopfdruck. Das geht schnell, einfach, man kann es flexibel austauschen und das finde ich echt toll. Und der Zweibel, der ist ja der tolle, wo dieses Licht mit dabei hat nach unten. Und als Tipp kann ich euch schon mal sagen, man hat die ja immer so rum drinnen, aber ihr könnt sie ja umdrehen, verkehrt rum in die Steckdose tun, dann leuchtet das Blumenmuster richtig schön so an dem Boden, an der Wand entlang hin, das schaut richtig toll aus. Das nehmen auch ganz viele her für die Kinder als Nachtlicht, dass dann da einfach noch was leuchtet. Ich habe auch gehört, im Wohnwagen sind die Steckdosen oft immer so rum, also jeder, der einen Wohnwagen, Wohnmobil hat, der kennt das vielleicht. Und oder wegen der Schränke dann eben, ihr könnt das so rum auch einstecken und das macht nichts mit den Pots, weil ihr macht ja den Deckel zu, dann ist das Paletti, da passt alles, also gerade viele, die wo auch Duft für unterwegs wollen, einfach so ein Zuhausegefühl oder das einfach im Wohnwagen dann auch haben wollen, haben das jetzt auch ganz viele geholt oder den Sensi Go eben. Dann wurde bestellt die Tilia. Also das ist ganz normal, eine ganz schlichte, weiße. Ich kann es euch kurz zeigen. Jetzt sehen wir gleich, ob alles passt soweit normal. Muss passen. Ja, genau. Und zwar schaut es so aus.
total, so wie so ein Baum. Ist aus Keramik. Hinten habt ihr ein paar Löcher. Da ist der An- und Ausschaltknopf, weil das Besondere ist, die wird mit einer Heizplatte erwärmt, nicht mit der Glühbirne. Die hat innen dann so ein LED-Licht und das ist eher so ein zartes, dezentes Licht. Also kein extrem helles, wenn man sagt, in einem Raum oder wo man schläft oder wo man nicht so ein grelles Licht haben will. Die ist einfach schlicht, die passt überall rein, ein bisschen von der Natur inspiriert, gerade mit diesem Baum. Die hat auch so ein warmweißes, also warmweißes oder warmweißes Licht, ja, warmweiß, sagt man schon richtig. Genau, also da passt mal alles. Falls ihr mal mit irgendwas nicht zufrieden sein sollte, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Also wir haben super Support. Ihr habt mit jeder Lampe lebenslange Garantie. Ihr habt immer ein Unikat, also ihr habt immer was Besonderes, Einzigartiges. Und ja, falls ihr mal nicht zufrieden sein solltet, dürft ihr euch jederzeit bei mir melden. Und dann kann man das gerne umtauschen oder aus Geld zurück. Dann haben wir zweimal diese Little Garden. Die habe ich ja selber auch schon gehabt. Die habe ich dann damals verkauft, weil die hat keine Beleuchtung. Fürs Bad habe ich gedacht, die braucht jetzt keine Beleuchtung, brauche ich nicht unbedingt. Und ich habe auch immer noch keine Beleuchtung, weil ich habe die eingetauscht gegen die Aloe Vera. Ich wechsle halt gerne mal durch, dekoriere gerade mal um. Und weil es ja so viele tolle neue Lampen kommt, habe ich gedacht, okay, hin und wieder muss ich mal wieder was aussortieren. Aber die ist so beliebt, die wird immer für Ostern wieder umdekoriert, wo sie so kleine Häschen reinsetzen oder ein Moos aussammeln, also Naturprodukte. Die schaut auch ganz toll aus. Oben am Anfang, wenn ihr da die aufmacht, da habt ihr diese Sukkulenten und die schauen ganz, ganz toll aus, also wie die verarbeitet sind. Die sind richtig, richtig schön. Wir haben auch welche, die wo, also ihr kennt die ja schon, da sind dann einmal noch so Ziersteine drin, diese Dekosteine. Ihr habt hier die auch und die hat so ein flauschiges Fell, also die ist so, wie ist hier das? Warte, ich hole mich mal hier hin, um es nicht zu schreien. So. Hier seht ihr das, oder? Kann man das so erkennen? Ja. Also die ist so richtig weich. Also die schauen echt gar nicht so künstlich aus, sondern echt richtig echt. Und auch ganz, ganz toll. Und da habt ihr das halt einfach so alles hier drinnen. Also richtig schön ist das auch einpackt. Wird auch gern verschenkt. Genau, und für alle, die wo halt kein Licht brauchen, ihr habt schon oft gehört, ganz viele, und das habe ich selber damals auch gemacht, es gibt ja mit Batterie diese Lichterketten und die könnt ihr da auch schön dekorieren. Die wird immer wieder neu umdekoriert im Winter, da war dann so ein kleiner Mini-Weihnachtsbaum oder so mit so Wichtelsachen, so Schneeding dran. Also man kann die so flexibel umdekorieren, also da ist die wirklich sehr, sehr beliebt, die Little Garden. Genau. Dann war nur die Polarlampe dabei, die Polar-Panorama-Lampe. Die hat es ja lange in den USA gegeben und alle haben sich gefreut, dass die endlich kommt. Also die hat so ein ganz tolles Panoramalicht, die habt ihr selber auch. Ich habe es euch schon mal öfter gezeigt, also da könnt ihr gerne mal gucken, wenn ihr da nochmal was schauen wollt. Und dann haben wir nochmal eine Lampe, die bin ich am überlegen, ob ich mir die nochmal hole, weil die habe ich selber so gut gefunden. Das ist so eine tolle Sommerlampe, die macht so schöne Wellen. Und zwar ist das die Bubble Blue Ombre. Bei mir ist immer so, bei mir passt das Blaue nicht so rein, aber ich habe die im Büro dann einfach gehabt, da war mir das egal. Weil die macht so ein schönes Licht und so richtiges Wellenschattenmuster. Also ich fand die ganz toll. Also, da kann ich euch mal kurz zeigen. Also ich packe es jetzt nicht ganz aus. Aber die ist wunderschön und damals hat eine Kundin von mir ganz dringend ein Geschenk gebraucht und ihr gesagt, die hat eine blaue Einrichtung, das geht so gut zu ihr passen. Da dachte ich, okay, komm, dann gebe ich sie halt und ich kaufe mir dann halt wieder die nach und ich habe sie mir dann doch nicht nachbestellt, weil es dann wieder neue Lampen rauskommen sind, habe ich mir die geholt. Aber so, so oft habe ich mir immer gedacht, die hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, so sommerlich, ob ich sie mir nicht doch mal nochmal hole. Und zwar schaut sie so aus. Das muss man ein bisschen hoch. Also so aus Glas und die hat diese verschiedenen, also das ist so schön. Also das Licht, das schaut so, also die ist auch eher heller, aber die ist so, so schön von der Form, ist die richtig cool. Der hat dann diese blaue und milchglasige, weiße Kringeldingse, also das schaut richtig schön aus. Aber so eine tolle Sommerlampe. Ich finde die wunderschön, ich finde die immer noch schön.
Und wo die das eben dann bestellt hat, da habe ich schon oft überlegt, hey, eigentlich wollte ich sie selber auch mal wieder herholen. Und da bin ich immer nur so am Überlegen, ob ich sie mir nicht doch mal nochmal hole. Weil die echt total schön ist. Die hat mir damals so gut gefallen. Ich hätte sie jetzt sonst eigentlich auch gar nicht sofort weggeben. Es war jetzt nie eine Lampe, wo ich sage, die tue ich jetzt weg. Aber gibt immer wieder was Neues. Da habe ich dann immer wieder mal was Neues geholt. Aber ja, genau, das war es eigentlich schon. Heute, also sind wir heute schon mal schneller durch. Die Tilia, ja genau, die Zweifellampe. Ich muss dann die ganzen Bestellungen hier alle noch sortieren, wer dann da was kriegt. Also das sind nur die ganz vielen Bars, wo da waren. Die Wäsche, Düfte, Seife, wo bestellt worden ist. Textilerfrischer, Körperspray. Ich weiß nicht, ob es immer noch eine Schatztruhe gibt. Gerade im Sommer im Kühlschrank, das ist mega. Dann die Handseife. Übrigens gibt es diese Woche wieder neue Challenge-Gruppe, dreht sich alles rund um Body-Produkte, also Badesalz, Handcreme, Seife, Körperspray, Duschgel. Bin ich gespannt, wie kreativ ich werde, dass mir jeden Tag was einfällt für euch zum Erzählen. Ich mache halt jeden Tag ein Produkt und wasche mit euch die Hände und am nächsten Tag creme ich sie ein oder wie mache ich es? Mal schauen, nee. Aber da kann ich gleich mal kreativ werden. Nee, aber ich finde die Sachen echt toll. Meine Seife, was will man da großartig erzählen? Das kennt man ja. Aber unsere Seife finde ich echt mega, weil wir haben im Geschäft ja auch eine Seife, wenn ich arbeiten bin, beim Lidl. Und ich muss sagen, wenn ich mit der die Hände wasche und dann bei mir im Geschäft die Hände wasche, habe ich immer noch den Duft von diesem, also ich habe immer nur die Sensi-Hände, Sensi-Duft, weil das einfach, das ist mega. Also man braucht ganz wenig, das halt ewig, also ewig halten die Düfte. Die hat ja jetzt auch eine neue Verpackung, das ist nur die alte. Und jetzt die neue, ich habe da ja auch schon die Make a Splash, aber die zeige ich euch ja dann die nächsten Tage. Haben wir schon, ach, die, oh, ihr seid alle Warteschleife, aufgeregt. Bin schon gespannt, ob alles passt. Ich kann gar nicht gucken, weil dann mache ich ja immer am Handy, ob alles passt und so. Welche Düfte waren da noch? Palm Beach Breeze, Clothesline und Jammy Time, genau. Dann die Pudeldame, drei Duftblumen, die ganze Wandsteckerlampe. Gerade auch die Handcreme ist sehr beliebt. It's Love, das ist echt voll der tolle Duft. Von der ganzen Valentins-Kollektion gefällt mir der It's Love echt am besten. Together Forever war auch noch mit dabei. Den It's Love fand ich, war mein persönliches Highlight. Und You Are The One. Aber ich fand alle drei echt toll. Also alle drei waren echt super. Und da war ja zu der Zeit, wo ich noch nichts gerochen habe. Aber jetzt danach habe ich ja dann wieder gerochen. Also da habe ich ja erst leicht was gerochen. Aber die Düfte sind super. Und der It's Love ist echt voll der Favorit. So, ja, das war's eigentlich von mir schon. Ich drücke euch mal die Daumen mit der Warteschleife. Ihr seid jetzt bestimmt schon fleißig am Hippeleg. Und hoffentlich kriegt ihr alles. Also ich drücke euch die Daumen. Toi, 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 toi. Und ja, ich werde jetzt mal schauen. Vielleicht bestelle ich doch schon irgendwie was, ich weiß es noch nicht. Aber ich brauche eigentlich sonst nichts, weil ich habe die letzten Male jetzt dauernd so oft bestellt. Ich glaube, gerade jede Woche. Ich muss auch mal ein bisschen sparen. Und nächste Woche will ich ja eh was. Und ich dachte, bevor ich jetzt nur eine Kleinigkeit brauche, mache ich es einfach das nächste Mal zusammen. Hi Caro, bist auch schon Warteschleife? Genau. Und ja, ich werde dann das morgen, werde ich das alles verpacken. Und nachher, wenn der Kleine im Kindergarten ist, verpacke ich das alle, richte es gleich schon alles her, wenn ich es schon versenden muss. Vielleicht kann ich es dann gleich schon vor 12 Uhr, bevor ich den Kleinen wieder abhole, gleich zum Versenden wegschicken. Und die anderen, die wo, Rudinsburg kommen da ein paar, werde ich wahrscheinlich noch vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gleich morgen schon mache oder schaffe. Ich habe die Woche ein paar Termine und Zahnarzt. Und was war denn noch? Ich habe noch ein paar Sachen. Aber da schaue ich mal. Ja gut, dann war's das heute von mir schon. Und diese Woche wird es dann mit den Bodyprodukten losgehen, dass ich da Challenge-Gruppe, ich weiß nicht, ob ich es auf YouTube dann auch mal hochlade oder wie ich es mache oder mal nur ein kurzes kleines Video mache oder nur Beiträge mit Fotos. Ich muss mal schauen, wie kreativ ich werde, wie ich es mache. Und ja, bin schon gespannt und ja, ich habe da jetzt schon meinen Duft eingelegt. Endlich, mein Lappi, ich habe jetzt heute auf der erste Teil habe ich ja noch keinen Duft gehabt und da ist jetzt gerade am Schmelzen. Und zwar Simply Black Cherry haben wir rausgesucht, weil den wurde jetzt so oft bestellt und ich habe gesagt, boah, ich will den Duft auch mal wieder haben. Gerade Sommer ist ja richtig saftige, leckere Kirsche. Und ich dachte, komm, das brauche ich jetzt in meinem Esszimmer. Der ist gerade am Schmelzen. Zwei Stück, dass ich richtig tolle, intensiven Duft habe mit meiner tollen neuen Lampe. Und ich freue mich. Ich muss für die anderen dann noch mir überlegen, was die noch für Düfte reinkriegen, weil ich mache halt dann immer eine Lampe an
und dann kann ich mal den Duft wechseln, welchen Duft ich gerade Lust habe. Dann mache ich einmal die Lampen oder mal die andere. Wohnzimmer muss ich auch noch alle wechseln, also man riecht noch ein bisschen was. Das ist schon eine Woche her, glaube ich. Aber heute ist Montag, gell? Ich habe es jetzt am Sonntag voll vergessen. Und ich habe sie gar nicht so oft angehabt, weil wir immer irgendwo unterwegs waren. Genau, also nicht so oft wie sonst immer. Und ja, oder ich war dann abends müde, dass sie dann im Bett waren, nur im Schlafzimmer meine Lampe an war von meinem Kleinen. Aber die in der Küche, im Wohnzimmer haben wir jetzt gerade gar nicht mehr so oft angehabt, weil wir jetzt gerade dauernd unterwegs oder nur kurz da waren und dann wieder los mussten. Da waren gerade immer nur die Ventilatoren und Diffuser an. Und ja, genau. Ja gut, dann wünsche ich euch viel Glück. Toi, toi, toi. Ich bringe jetzt mein Kleinen ins Bett. Jetzt haben wir ja schon nach 8. Lest ihm noch eine Geschichte vor. Da habe ich letztens auf so einer Bücherparty, ich glaube für 100 € habe ich Bücher jetzt bestellt. Aber ich freue mich schon so, neue Bücher auszutesten, ihm vorzulesen. Dann zum Quatschen oder auch nachmittags. Ja, wenn er nach dem Kindergarten K.O. ist oder so, dass wir uns einfach zusammenkuscheln, ein bisschen Bücher angucken. Vielleicht irgendwann mal so ein bisschen lesen, beibringen so in die Richtung. Und auch so Erstlesebücher, dass man einfach so in die Richtung mal ein bisschen guckt. Dieses Jahr kommt er eh noch nicht in Schule, erst nächstes Jahr, aber wir können ja schon mal ein bisschen üben. Ja gut, also dann bleibt gesund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt am Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.